Und dann kriegen die Kids nur kleine Zimmer. Ich meine, ich bin ja selbst auch in einem kleinen Zimmer aufgewachsen. Ist jetzt nicht so mega riesig. Es müsste eigentlich reichen. Dann kriegen sie erstmal günstige. Oh Gott, ist das süß. Das ist echt süß. Ich nehme die jetzt einfach mal. So, noch ein dunkles für den Jungen. Und dann brauchen sie hier kleine Nachttischchen. Oh ja, irgendwie ist das süß gemacht, oder? Ah, da gibt es auch einen dunklen Tisch. So. Kommunen. Kommt eher eine dunkle, sie eine helle. So. Ja, im Grunde. Im Grunde muss die Katze noch irgendwo schlafen. Achso, da stimmt das Pad wieder nicht. Dann nehmen wir noch Outdoor-Hunde und ja, Zeit mit rein. So, die liebe Katze. Die möchte auch irgendwo schlafen. Da kann sich aussuchen, ob sie beim Mädchen schläft oder hier im Wohnzimmer. Und ein, zwei Spielzeuge. Okay. Dann brauchen wir nur noch den Futternapf. Den können wir ja hier hinstellen oder direkt hier neben. Ein Katzenklo. Wir nehmen mal so eins. So eins haben wir auch privat zu Hause. Das kann er hier mit in die Ecke. Da kommen hier die Sachen rein, die nicht so wichtig sind. Okay. Ein bisschen Beleuchtung. Am liebsten natürlich was ohne Strom. Entschuldigung, bin ein bisschen müde. Was haben wir denn da? Oh, das wäre was für ein Junge. Und sie bekommen Kerzen. Warum auch nicht? Kann man ja mal machen. So. Brauchen wir was noch für den Flur? Das wird schwierig, ne? Okay, also wir werden mal alle Packs anmachen. Okay. Das ist gar nicht so einfach einzurichten, ne? Wenn man sich nicht vorher einen Kopf macht. Ich bin da jetzt ganz spontan reingegangen. So. Kleine Lampe, warum auch nicht? Fürs Wohnzimmer nehmen wir dann ein bisschen was Schöneres. Sowas. Die hier mag ich auch sehr. Das passt irgendwie in die Küche, oder? Wohnzimmer. Schade, dass die hier mit Strom sind, oder? Magierlicht. Hm.
die noch kleiner machen? Dann geben wir ihnen hier noch zwei von diesen Lampen ein bisschen kleiner. So. Geht doch eigentlich, oder? So, sie brauchen noch eine Ecke, wo sie essen und kochen kann. Schlafen können die Kids schon. Fenster haben sie auch noch nicht. Sieht eigentlich ganz gut aus, ne? So. Badezimmerfenster, das hier hat leider keins. Was ein bisschen schade ist. So, hier kann noch ein Fenster hin. Vielleicht packe ich da auch noch eine Tür hin, wenn man da rausgehen möchte. Ist vielleicht nicht verkehrt. Die Katze möchte ja bestimmt auch streunern draußen. So, noch ein bisschen Platz lassen. Okay, ich denke mal, dann kann die Katze da auch, wenn sie ganz schnell auf Toilette muss, zügig raufgehen. Das Waschbecken ist hier so ein bisschen reingebackt. So. Okay. Geht doch eigentlich, oder? Können die beiden schlafen, sich umziehen. Und ein Spiegel kann nicht schaden. Und ein Bücherregal. Dann stellen wir bei ihm noch... Oh, das ist nicht so schön. Stellen wir bei ihm noch ein Bücherregal hin. Und... Er bekommt auch noch den Schachtisch, habe ich gerade beschlossen. So, zwei billige Stühle dran. Was macht sie gerne? Sie kann ja eventuell eine Gitarre haben. Warum auch nicht? Also, irgendwo braucht die Familie auf jeden Fall einen Spiegel. Glasklarer Spiegel. Ich mag sowas hier eigentlich. Naja, dass das nicht geht. Oh, Moment. Mit einem Spiegelschrank, warum auch nicht? Okay. Das Mädchen hätte auch gern noch einen Spiegel und bekommt hier einen. Oder über der... Über der Kommode? Okay. Sehr gut. Also die Jugendzimmer sind schon mal fertig. Ich bin zufrieden. Das ist jetzt so eine Art Abstellkammer. So richtig zufrieden bin ich damit noch nicht. Wir richten jetzt erstmal die Küche ein. Und dann wird hier drüben das Wohnzimmer sein. So. Das kommt auch ohne Strom aus. Das ist gut zu wissen. Das ist auch nicht schlecht. Ich mag das hier. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber ich mag das. Manche Fußböden sind aber wirklich schrecklich, oder? Wir haben in unserer Wohnung einen, der sieht ein bisschen so aus. Ich nehme auch eine andere Tapete. Irgendwie gefällt die mir nicht. Was passt denn in der Küche?
Wir können ja mal probieren, wie grün aussieht. Ja, ich würde sagen, akzeptabel. Grün ist in Ordnung. So. Da, wo gekocht wird, wären ja Fliesen eigentlich toll. Aber ich glaube, ich lasse es jetzt so. Der Kochbereich. Also Essensqualität 2 finde ich fies. Wir nehmen mal die 4. So, da kommt man rein. Hier ist der Kühlschrank. Was nehmen wir hier? Da wir die wahrscheinlich nicht nochmal austauschen. Machen wir jetzt eine grüne Küche? Gelb. Hellgrün. Dunkelgrün. Oh Gott, sieht das furchtbar aus. Beige. Irgendwas, was zum Fußboden passt. Zweifelsfall nicht mehr weiß, ne? Also sieht glaube ich am wenigsten schlimm aus. Na gut, der Kühlschrank fügt sich nicht so gut ein. Was wir auf jeden Fall brauchen, die Sims sind darin Meister. Wir brauchen eine Absicherung, dass sie nicht die ganze Küche in Brand legen. Und ein Thermostat. Falls es zu heiß wird. Der kommt hier in die allerletzte Ecke, das Ding mit dem, wie heißt das? Ding mit dem Wasser, ja. Schaltkasten, Brandvorbeugungssystem. Schade, ich hätte es jetzt gerne rausgehängt. Oder wir hängen es hier hin. Gut, Hängeschränke brauchen wir nicht. Also da können sie erstmal kochen. Vielleicht wäre noch eine Pflanze schön, oder? Oh. Ein Blumenstrauß. Oh ja. Die bekommen von mir jetzt einen richtig schönen Tisch. Tisch. Ein Esstisch. So einen kleinen? Nee, ne? Ja, es sind schon so viele Personen. So. Oh, mit Blümchen. Ich wollte eigentlich nur die Blümchen drehen. Schön. Den gönne ich mir übrigens auch immer, diesen Mülleimer. Ich finde es praktisch, wenn die Sims gleich Geld zurückkriegen. Das war erstmal eine Investition, aber ich glaube, die 1000, die kriegt man auch irgendwann wieder raus. So. Günstige Stühle. Weiß-braun. Grau. Die sind so hässlich. Die hier vielleicht? Für 6 Personen. Genau.